Der Mensch ist manchmal ja ein Gewohnheitstier und hier haben wir so eine Box, die uns da ein bisschen rausholt und uns auch wirklich neue Naturkosmetikprodukte so ein bisschen näher bringt. Deswegen wahrscheinlich dann auch Badesalz, weil es ein Salzpeeling ist. Der Groschen ist sehr spät gefallen bei mir. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die hier neu sind, erstmal hallo, mein Name ist Katrin und ich halte bereits die Fairybox für den Monat Februar in meinen Händen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, wirklich. Ich habe sie direkt geschnappt und wollte sie mit euch auspacken. Man sieht hier, es hat nämlich draußen geregnet und sie stand vor meiner Tür. Ich muss mal gerade so ein bisschen die Adresse zuhalten. Aber vielleicht seht ihr noch die kleinen Regentropfen, die hier nämlich noch drauf sind. So gespannt bin ich einfach auf diese Box, um sie euch direkt auch, also mit euch gemeinsam zu erobern. Ein paar Fakten zur Fairybox, bevor wir loslegen. Ich bekomme diese Box netterweise, und da freue ich mich echt so drüber, in Kooperation zugeschickt, um sie euch natürlich zu zeigen. Sie kostet 19,90 Euro zuzüglich Versandkosten und erscheint jeden Monat und hat für uns ganz viele Produkte, also 4 bis 6 Produkte sind immer so drin, im Bereich Naturkosmetik und das für Haare, Gesicht, Körper. Und ich finde sie so, so spannend. Und ich habe wirklich früher, ja, Naturkosmetik war so eine Sache, da war ich sehr vorsichtig mit. Ich habe mich da nie so dran getraut, um das zu sagen. Also ich hatte natürlich auch ein paar Produkte immer mal hier. Bei vielen Produkten musste ich auch schon durch die Fairybox feststellen, dass es überhaupt Naturkosmetikprodukte sind, wo ich gar nicht wusste. Was ich an dieser kleinen Box aber auch liebe, ist wirklich, man findet so spannende neue Teilchen und entdeckt die auch für sich. Also ich habe hier schon ein paar Lieblinge für mich rausgeschnappt aus den vergangenen Boxen, wo mich echt abgeholt haben, wo mich echt begeistert haben, die toll bei mir funktioniert haben. Und ich finde auch, diese Box ist einfach so eine kleine liebevolle Box. Und ich sage das immer so dazu, weil man bei manchen Boxenanbietern halt so ein bisschen Massenabfertigung manchmal ist, wo man denkt, okay, Hauptsache einen hohen Wert rein und sowas. Und ich bin halt jemand, ich freue mich, wenn ich Produkte gebrauchen kann, wenn ich Produkte spannend finde, wenn ich irgendwas Neues für mich entdecken kann, was ich noch nicht so kenne. Und ich finde, Fairybox hält das einfach bereit. So, jetzt ganz viel Blabla. Ich bin wieder abgeschweift und habe hier auch tatsächlich schon eine Schere mit am Start, um die Box einmal hier rauszunehmen. Ich schnüffel hier mal meinen Karton auf, ganz vorsichtig, damit ich die tolle Verpackung, die ich immer wieder verwende, oh nein, sie ist kaputt, leider, ich sehe es, ich war es nicht, es ist ein kleiner Transportschaden. Aber ich finde die so cool, weil die kommt immer in dieser, ich sage immer so schön, Milchtüte daher. Und sie ist einfach auch toll, um da Produkte wieder reinzupacken und das so zu verschenken. Einfach ein kleines Schleifchen dran und zack, hat man gleich so einen tollen Geschenkkarton. Hier ist auch dieser kleine Fairybox-Vogel einmal und natürlich, hier baumelt nämlich etwas. Da sind nämlich auch unser kleines Produktkärtchen, was da ist, wo man nochmal so ein paar extra Informationen dann immer zu den einzelnen Produkten bekommt. Und ich sage auch immer, das finde ich cool. Mehr braucht es ja eigentlich nicht. Natürlich, man kann scannen und machen und hat dann tolle Bilder und dies und das und jenes. Aber hier so ein Kärtchen, um sich gerade so ein bisschen zu informieren, finde ich immer cool. Und ja, wir haben hier eine fröhliche Osterzeit quasi. Und sie schreiben da auch immer ganz süß drauf, ne? Ihr kennt sicher den Spruch, der April, der macht, was er will. Ich bin ja ein kleines Aprilkind, also im April geboren. Und der April, auch vom Wetter her, macht er wirklich. Habt ihr das auch bei euch? Hier ist wirklich Sonnenschein, Regen, Hagel, Regen, Sonnenschein. Alles so ein bisschen gemischt, also bei euch wahrscheinlich auch. Das Wetter ist im Moment wirklich sehr verwirrend. Ich lese mal weiter, ne? Vielleicht hast du diesen Monat den einen oder anderen Tag frei und kannst machen, was du willst. Da hätte ich gerne.
Vielleicht triffst du dich mit Freunden und gehst tanzen und verwöhnst dich selbst mit einem Fußbad und einer Fußmassage zu Hause. Ah, ja, hätte ich auch gerne. Egal, wofür du dich entscheidest, du wirst in dieser Ferrybox sicher die passende, wundervolle Naturkosmetik finden mit einem kleinen Lachsmiley. Und dann haben wir auch immer so ein kleines Goodie hier drin. Dein Happy Easter Goodie ist das. Von Unicorn All in One Naturseife. Eine Reisegröße. Cool. Werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ich muss mal den anderen Karton hier noch einmal wegpacken. Und Seifen bin ich gerade... Ich muss so lachen. Ich habe euch ja mal meine Flüssigseifensammlung abgefilmt. Ich bin wirklich, was so richtige feste Seifen angeht, mag ich sehr gerne leiden. Benutze ich auch tatsächlich. Und habe auch viele feste Produkte mittlerweile in Anwendung, die ich echt gut finde. Außer für die Haare. Da bin ich immer noch Flüssigfraktion hier. Also da habe ich noch nichts gefunden, was ich richtig gut finde an festen Shampoos oder Spülung oder so. Schreibt mir mal gerne, wenn ihr da einen Tipp habt für mich. Würde ich gerne austesten. Aber wie gesagt, was ich bis jetzt getestet habe, war für meine Haare irgendwie nichts. So. Dann haben wir hier immer einen kleinen Flyer, also so ein Zettelchen, der sagt uns nur nochmal, dass diese Maischips, die sich hier befinden, essbar sind. Nein, Spaß. Ihr könnt die halt kompostieren, in Wasser auflösen und könnt sie so umweltfreundlich natürlich entsorgen. Denn das ist ja der Gedanke hinter dieser Box einfach. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke steckt halt. Also wirklich, man sieht das. Von vorne bis hinten in dieser Box. So, ich habe hier mal so ein paar Maischips beiseite gemampft. Nein, beiseite gepackt. Und wir schauen einmal in diese Box rein. Ich habe jetzt gar nicht im Kärtchen rumgestöbert. Habe hier aber auch direkt meine kleine Unicorn-Seife, also Einhorn-Seife, all in one. Könnt ihr natürlich dann auch wieder verwenden, für was ihr das möchtet, zum Händewaschen, zum Rasieren, zum Duschen, zum Gesicht reinigen, wie ihr das halt möchtet. Pinsel reinigen machen auch manche damit. Und ich hole sie mal raus. Ich glaube, die ist da ein... Oh mein Gott, ist die goldig. Da ist irgendwie so eine kleine, was ist das? Eine kleine Krabbenschere. Die sieht voll süß aus. Ist halt hier so eine kleine Seife. Und die riecht gut, Leute. Oh mein Gott, die riecht richtig gut. Ich liebe gut riechende Seifen. Schreibt mir gerne, wenn es euch genauso geht. Ich überlege gerade, die riecht ein bisschen süßlicher. Kokosnuss. Ich habe es schon entdeckt. Kein Wunder, dass ich den Duft mag. Also es ist wohl ein bisschen Kokosnuss auch drin. Oh, die riecht echt mega gut und ich meine, so eine kleine Seife kann man auch für auf Reisen ja immer gut gebrauchen. Die ist auch, die schmilzt schon so ein bisschen. Also ich bin gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe extra mir eine Seifenschale gekauft für in meine Dusche, damit ich da auch meine festen Sachen und so lagern kann, weil mir die Geschichten echt hier Freude bereiten in letzter Zeit und wirklich auch zum Beispiel durch Boxen wie Ferrybox, wo man an solche Produkte drankommt, die man dann auch mal testet, die man sich vielleicht nicht kaufen würde und da so ein bisschen auch seinen Horizont, sage ich mal, erweitert. Ne? Der Mensch ist manchmal ja ein Gewohnheitstier und hier haben wir so eine Box, die uns da ein bisschen rausholt und uns auch wirklich neue Naturkosmetikprodukte so ein bisschen näher bringt. Ich sehe hier was. Das feiere ich auch. Ich meine, das hatten wir auch schon mal in der Ferrybox in einer anderen Sorte. Das ist nämlich ein Deo von Your Freen. Spreche ich das Ganze hier richtig aus? Nein, You Freen Deo Plumy Orange. Liebe Grüße an dir an dieser Stelle, wenn es um Orange geht. Also 50 Milliliter. Oh, Orange ist natürlich auch cool. Ich habe das mit Zitrone tatsächlich, Leute, in Anwendung. Finde ich richtig gut. Ist so schön erfrischend. Ist so ein Deo Roll-On und gerade nach dem Duschen sehr, sehr angenehm. Der brennt auch nicht, wenn ihr euch rasiert habt unter den Achseln oder so. In dem Falle einmal Orange. Ich lasse den noch zu. Freue ich mich auch voll drüber, weil ich den echt gerne mag mit diesem Lemon. Der hat auch einen tollen, so einen ganz natürlichen, fruchtigen Duft. Ich denke, das wird hier auch der Fall sein.
Orange mag ich natürlich auch und ist hier Care and Protect. Ich sag immer dazu, ich bin jetzt nicht der Riesenschwitzer. Also ich kann euch nie so sagen, ob das wirklich vor Schweiß oder sowas schützt, dass ihr mehr Schweiß produziert. Das kann ich euch leider nicht sagen, da ich tatsächlich unter den Achseln nicht viel schwitze. Aber ich mag halt diese Frische, ne, und dieses, ja, erfrischte Gefühl sehr gerne. Und deswegen mag ich halt auch so Deo-Roll-Ons gerne. Dann geht es weiter und ich glaube, da ist was Kleines. Oh, ein kleiner Lidschatten meine ich drin von Puro Bio. Einmal hier so ein kleiner Lidschatten, ein Mono-Lidschatten in Schimmer. 01 ist die Farbe. Das ist süß. Nickel testet übrigens. Made in Italy. Oh, da ist eine schöne Einstanzung drin. Ich hoffe, man kann das erkennen. Da ist so ein kleines Blatt hier drin. Eine sehr schöne Farbe. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Mega-Freund von Monolidschatten. Die müssen mir schon richtig gefallen, dass ich da drauf zugreife, sag ich mal. Denn natürlich, man hat so seine Lidschattenpaletten und der ist aber echt schön. Ich bin hier schon wieder so versucht, da mit dem Finger rein, aber würde mich ärgern, wenn ich reingehe und dann später verlose oder verschenke oder so, ne? Sowas kann man ja auch toll verschenken. Ich sehe nur gerade hier hinten, ich glaube, den kann man nämlich einfach hier rausnehmen und kann dann auch dieses Case, dieses Plastikcase nochmal verwenden und könnte den natürlich dann auch vielleicht eine andere Farbe reintun oder in eine so eine Leerpalette reinmachen. Das wäre ja auch cool. Ich nehme ihn mal hier vorsichtig raus. Da gilt ganz einfach und der ist einfach magnetisch. Das ist ja cool gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Ja, einfach mit Magnet einmal reingeklickst. Muss ich mal überlegen, weil das wäre ja natürlich auch cool, wenn man den dann so in eine Leerpalette reinmacht. Und ja, der ist einmal hier drin und dann, ich meine, ich erkenne I und M. Ja, einmal hier. Oh, ich habe einen Lauf. Ich sag's euch, ich mag ja sehr gerne Fußprodukte. Mag sehr gerne viele Produkte, aber Fußprodukte feiere ich in Boxen immer. Also mag ich gerne. Und wir haben hier eine Fußcreme von I&M. I&M ist ja auch so eine Naturkosmetikmarke aus Berlin. Genau, aus Berlin. Und hier haben wir eine mit Ginseng auch übrigens drin. Auch wieder mein Geschmack. Die reichhaltige Fußcreme pflegt und strapazierte Füße samt weich. Pflegt auch strapazierte Füße samt weich. Extrakt aus Ginseng vitalisiert. Auszug aus Zaubernuss harmonisiert. Shea Butter verwöhnt die Haut und spendet intensiv Feuchtigkeit. Leute, die hört sich gut an. Wir haben hier 50 Milliliter drin und bin ich sehr gespannt drauf. I&M wusste ich zum Beispiel auch lange nicht, dass es tatsächlich Naturkosmetik ist. Ich wusste das nicht. Bekommt ihr natürlich auch DM oder so zu kaufen. Da steht auch übrigens drauf, ja, meine Hände wieder hier, könnte ich auch mal eincremen, dass ihr die auch für die Hände benutzen könnt. So eine Hand- und Fußcreme. Also bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall benutzen, finde ich richtig cool. Und ja, ich weiß jetzt, warum sie das geschrieben haben und ganz ehrlich, hatte so ein bisschen Hoffnung, dass wir auch hier was für die Füße mit drin haben, als ich das gelesen habe. Dann habe ich hier irgendwas, was ganz schwer am Klackern ist. Und was ist das? Hä? Okay, wie cool ist das denn bitte? Ich dachte hier erst, es sind Brausetabletten oder sowas, aber nein, wir haben hier so eine kleine Blechdose und ich lese gerade da drauf, Fresh Vanilla und Manuka Honig und war so, hä, was ist das denn? Das ist ein Natural Airless Lip Balm, Leute. Also eine Lippenpflege in so einer kleinen, ja, wie so Brausetablettendose. Wie mega ist das denn? Och, und dann kommt er hier einmal raus, so sieht er aus. Ach, wie interessant, das finde ich ja mega cool. Das ist ja auch was Tolles, wenn man das so weiterschenkt. Das ist wie so ein kleines Extra, ne?
Hier mit Manuka-Honig finde ich auch toll. Ich bin ja so ein Honig-Fan. Vanille natürlich auch. Das hat ja wahrscheinlich einen richtig tollen Duft. Oh, ich habe so viele offen im Moment. Lippenpflege darf bei mir einfach nicht fehlen. Ich habe hier auch ein paar leer gemacht. Die kommen dann im Aufgebraucht-Video. Und habe auch immer einen, ich weiß nicht, wer das weiß, aber ich habe so einen kleinen Spleen. Ich kaue immer Kaugummi, wenn ich Auto fahre. Und ich habe immer ein kleines Mini-Parfüm im Auto, falls ich wieder vergesse, zu Hause aufzusprühen. Und habe immer eine Lippenpflege in meinem Auto. Und jedes Mal, ich fahre los, ich mache diese Lippenpflege drauf und komme an, mache die Lippenpflege drauf. Und dann, wie gesagt, wenn ich dann zum Beispiel auch auf Arbeit rumstolziere oder so, ich habe immer in den Säckeln und zwischendurch muss ich immer wieder nachtragen. Deswegen sehr, sehr cool. In dem Falle Happy Fable übrigens. Ich habe euch die Marke gar nicht gesagt, weil ich hier gerade so fasziniert davon bin. Richtig cool. Also das feiere ich hier gerade auch. Und ich finde hier schon wieder gerade, ne? Alles sehr, sehr cool. Auch das Deo finde ich nämlich cool. Ich habe das hier so ein bisschen neben mir platziert und gucke da gerade so drauf. Und ich weiß auch, dass ich das nächste Teilchen cool finden werde. Okay, ich dachte, es wäre was anderes, aber das ist ja noch genialer. Leute, was ist das für eine Box? Wie cool ist die wieder? Es ist, glaube ich, hier so ein bisschen ausgelaufen. Das ist sehr, sehr schade. Also ich habe hier so ein bisschen Peeling. Wie cool. Ich dachte erst, das wäre so eine Kerze. Es ist aber tatsächlich ein Peeling. Wie gesagt, hier so ein bisschen ausgelaufen. Hot Chocolate, Badesalz und Körperpeeling. Wie cool ist das denn? Das sieht auch richtig lecker aus, Leute. Und das ist schon, oh mein Gott, dafür, dass ich es nicht aufkriege, wie konnte das eigentlich auslaufen? Wie konnte hier was raus? Weil ich krieg's überhaupt nicht auf. Jetzt, geschafft. Oh, das sieht aus wie Karamellzucker irgendwie so, ne? Schaut mal. Oh, und der Duft ist toll. Das riecht richtig gut. Ist so eine kleine wabbelige Masse, über die ich mich freue. Denn ich stehe sehr auf Peeling. Und ich hole mir hier mal gerade. Das ist ein Zuckerpeeling, oder? Ist das ein Meersalzpeeling? Das sieht mir sehr nach Zucker aus. Ich versuche es gerade rauszufinden. Ich könnte ja auch einfach in dem kleinen Zettelchen gucken. Aber es macht auch viel mehr Spaß, das so zu entdecken gerade. Ist ein Hot Chocolate, wie gesagt, auch Badesalz und Körperpeeling. Ist wahrscheinlich dann am besten, wenn ihr das in der Badewanne vielleicht, ne, so Peeling und dann später gleich dieses Badesalz in einem. Soll eure Haut vom Austrocknen schützen, weich und geschmeidig machen, ist mit Bio, Kakao, Duft von Vanille und wie das Ganze funktioniert, weiß ich. Also wie man ein Peeling anwendet. Aber es ist ein Salzpeeling. Da hinten steht es drauf. Weil ich dachte erst, das wäre Zucker. Ich nehme mir hier mal so ein... Diese Konsistenz ist ja auch cool. Sieht auch sehr pflegend aus. Und das scrubbe ich mir doch einmal hier. Deswegen wahrscheinlich dann auch Badesalz, weil es ein Salzpeeling ist. Der Groschen ist sehr spät gefallen bei mir. Oh, das ist schön pflegend, aber nicht zu. Ich hatte letztens auch so ein blödes Peeling. Das war gar nichts. Also es gibt tatsächlich auch Peeling, das ich nicht mag, was einfach zu ölig schon war. Da hatte man so richtig wie so ein Ölfilm, der einfach nicht gepflegt hat, sondern so auf der Haut lag. Fand ich ganz schrecklich. Hier ist so ein angenehmes Öl mit dabei. Das merkt man, wenn man sich das aufträgt. Und dieses Salzpeeling, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen Detoxing. Ne? Oh, der Duft ist so gut. Leute, der Duft, ich wünschte, es würde Schnuffel-YouTube geben, damit ihr hier mitschnuppern könnt. Es riecht so genial gut. Kommt bei mir sofort, zack, ab in die Dusche. Und Leute, das war das letzte Produkt. Ich finde die mega. Ich finde die richtig mega. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch hier der Wert ist. Ich weiß nicht, wie teuer die Produkte sind. Ihr werdet es gesehen haben, weil ich es euch eingeblendet habe. Und packe euch hier dann auch den, ich muss mich positionieren, den Gesamtwert hin. Tatsächlich nur 48,88.
Okay, ich hätte gedacht, das ist höher, aber ich bin auch mega begeistert von den Produkten. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Wenn die Produkte begeistern, dann freut man sich über diese Box und guckt da gar nicht so auf den Wert, weil wirklich so dieses Peeling und alles so in Händen zu halten und sich darüber zu freuen, das ist so dieser größte Wert, den man einfach hat. Und wie gesagt, wir sind hier nur bei Naturkosmetik. Produkten, die richtig cool sind, Leute, oder? Schreibt mir mal gerne. Allein dieses Teilchen, das Peeling, das ist so eine kleine Katrin Happy Box. Leute, es läuft. Im April habe ich sehr große Hoffnung, dass wir richtig coole Boxen bekommen. Denn bis jetzt habe ich echt coole Teilchen ausgepackt für die April-Boxen quasi, die halt schon so bei mir eingetroffen sind. Und Lavarava, ihr merkt schon wieder, ich schwärme, ich freue mich und hoffe, ihr habt euch auch gefreut, mit da reinzuschauen. Alles, was ihr wissen müsst zu Fairybox, wie ihr da hinkommt, wie ihr euch die bestellen könnt und so, steht natürlich unten in der Infobox. Ich finde, die ist so genial und wirklich, Leute, ich kann es nur immer wieder sagen, es gibt Boxen, die sind einfach einen Blick wert, die so ein bisschen untergehen, finde ich. Ja? Also schreibt mir gerne. Ich würde da echt mal gern eure Meinung zu hören. Aber ich finde gerade hier diese kleine Fairybox ist doch auch wieder ein absoluter Traum. Und da freue ich mich manchmal mehr drüber, wie diese bekannten Boxen, die es halt so gibt, weil die Sachen echt cool sind. Katrin macht den Schweigefuchs, wünscht euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Und macht's gut, ihr Süßen. Tschüssi.